zusammen und herzlich, aua. Willkommen zurück zu Fiesta Online. Jetzt endlich mit unserem eigenen Rhino-Spot. Vorerst, bis uns jemand klaut. weil ich kenne das, wir sind nämlich so gutherzig, ne? Und lassen uns den am Schluss auch noch klauen. Na? Ja, meine Fra wollte wieder Gas geben. Ich konnte gar keine richtig schöne Anmoderation machen. Ja, es tut mir leid, sonst... Ja, sonst... meinst du, der wäre despawned oder was? Ja. Ah ja, okay. Oh, das wäre ja mal übel. Stell dir mal vor, Monster würden nach einer Zeit despawnen. Ja, bei den 0815 ist ja egal. Rhino-König wäre jetzt blöd. Ja, das stimmt. Oh, stell dir mal vor, der Rhino-König hätte die gleiche Spawnzeit wie der Malone oder die Mara. Scheiße. Boah, wie übel wäre das? Verstehe ich gar nicht, warum die dann so lange brauchen mit dem Spawn. Wenn ich mir jetzt so drüber nachdenke, ist absolut unnötig eigentlich. Ja, schon. Dass der Spawn so lang dauert. Das ist genauso, warum tut Malefa und ach so, alle 12 Stunden, ja. Ja, warum? Ja, das ist auch sowas. Das sind so Sachen, die ja gut, okay, ich sag mal so Weltenbosse, okay, die sollte man nicht Kette legen dürfen, weißt? Dass du da alle 10 Minuten die Weltenbosse nicht, machen kannst. So alle Stunden? Nee, finde ich auch, ich finde eigentlich, dass man die bloß einmal am Tag machen kann, finde ich eigentlich voll in Ordnung. Oder zweimal, je nachdem, wie es halt. Aber, was ich halt, so die kleinen Bosse, also ich meine, das sind ja nicht mal wirklich Bosse. Das sind ja eigentlich bloß stärkere Gegner. Anführermonster. Anführermonster von den kleinen. Das ist ja nicht wirklich ein Boss. Mein Boss ist wie die Eissidra oder wie gesagt der Malon aus dem Dungeon, sowas, das sind Bosse. Die können ruhig länger brauchen, bis die wieder spawnen. Aber so einfach in der Welt? Naja. Aber das hat auch was mit dem Geld zu tun, glaube ich. Wenn die nämlich, ja, wenn die nämlich so oft spawnen, zum Beispiel der Malon, nehmen wir mal einfach den Malon. Der droppt Blue-Ringe, ne? Wenn der alle 5 Minuten spawnen würde, dann würden sich die Leute da totkloppen wegen den Blue-Ringen, die dann aber am Schluss nichts mehr wert sind. Weil man einfach zu viele schon davon bekommt, denke ich mir. Und darum ja immer bei den Weltbossen so viel farmen, ne? Das wäre dann... Ja, genau, und bei den Weltbossen farmen, das wäre ja dann auch Schwachsinn, weil, weil da kommt, wenn da alle Stunde oder alle halbe Stunde der Weltboss wieder da ist, dann wird der Markt überschwemmt von diesen seltenen Gegenständen und dann sind die nichts mehr wert, man kann kein Geld mehr auf dem Server verdienen und ja gut, man könnte schon, wenn man es halt plust, weil die sind ja nicht geplust, aber trotzdem, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ich meine, das ist genauso wie damals mit der deutschen Mark, ne? Als da ein Brot hier 1 Million D-Mark gekostet hatte, ne? Wo dann die Währungen aufgehoben waren, theoretisch. Inflation. Genau, die Inflation. Danke, mir ist das blöde Wort nicht eingefallen. Genau. Also Full Stärke musst du mit CS machen? Ich verstehe es auch gerade nicht. Ah, nee, ich verstehe es schon. Der hat sein... Genau, der hat sein... Jäger so geskillt, dass der nichts auf Stärke hat, sondern nur auf Guess und Con. Und, warte mal, Rest... Ja gut, okay. Ne, keine Ahnung, dann verstehe ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass er dann Stärke, dass er sich nur im CS ladet und dann für Stärke, ne? So,
Amus werfen muss oder sowas. Was? Ich hab, das ist 40. Geschicklichkeit. 40 Guess, Rest Stärke, habe aber nochmal 10 auf Con gemacht. Ja, so habe ich ihn auch. Das ist doch super. Wegen der Crit-Rate auch nochmal. Puh. Ah ja, Con wegen Crit-Rate, ja klar. Aber die Jenny, die hat ja hier macht ja Schaden von knapp 5000, ne? Wenn ich mir überlege, ich habe gerade mal 3,7 und sie hat 5000. Aber gerade mal ist ja auch witzig gesagt, ne? Wenn ich mir überlege, ich hätte nicht mal so viel, hätte ich nicht diese Waffe bekommen, ne? Ja, die Waffe, genau. Das ist ja ohne die Waffe wäre ich ja nie im Leben auf dem Level. Auf der mit der Stärke, ne? Oh, das war die falsche Rolle. Ich wollte die hier reinmachen. So, machen wir weiter hier. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen mit den Prozenten, da wir den Rhino-König noch das ganze Level lang machen müssen. Und das echt sehr, 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 sehr nervig werden kann. Jetzt muss ich mal bei mir endlich mal den Ton ausmachen. Ich habe es gerade in meiner Arc-Folge gehört, die ich aufgenommen hat und bearbeitet habe, dass mein Handy in dem Augenblick geklingelt hatte, zwischendrin, und das habe ich gar nicht gehört. Eben habe ich bloß das Vibrieren gemerkt und das ist nicht so toll. In Ark gibt's Handys, das muss man. Naja, gut, okay, dann bin ich ja beruhigt, dass meiner doch nicht so verkehrt geskillt ist anscheinend. Dachte ich nämlich. Ja? Ja, weil damals gegen Yubis habe ich das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt keinen Schaden gemacht. Okay. Deswegen sagte ich zum Master, orientier dich nicht an mir, sondern guck lieber, ob woanders irgendwie Infos herkriegst. Ja Aber gut, war das ist. dann anscheinend doch nicht so schlecht. Das ist doch mal. Nee, bei mir habe ich ja komplett. Ich skill meinen eigentlich so, wie ich ihn immer skill. Sag ich mal so. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich mache halt, es ist wahrscheinlich ziemlich bescheuert, weil ich habe momentan nur 50 auf Gas, 87 auf Int und den Rest auf Con. Weil ich ursprünglich wollte ich eigentlich einen Full Int Magier machen. Und dann habe ich mir das zwischendrin aber doch wieder anders da überlegt. Und dann habe ich dann doch wieder so. Theoretisch ist der total schlecht geskillt, kann man sagen. Das ist keine Rollen. Ach ja, doch, ich glaube, ich habe 10 Rollen noch im Lager, aber ich könnte ja auch sehr schnell an die Rollen drankommen. Das wäre ja nicht so das Problem. Ich ziehe mir einfach ein, zweimal einen auf 30 hoch und schon habe ich die Rollen. So ist es ja nicht. So. Daher. Jo. Ja gut. Ja gut, CS, ne, ist ja auch gleichzeitig wie zum Beispiel meine Mütze, ne? Ist ja auch CS-Ware oder die. Ach, guck mal, genau, das hier habe ich ja noch. Meine Maske, die habe ich ja noch gar nicht angehabt die ganze Zeit. So, und ich wollte ja die ganze Zeit wollte ich ja über was quatschen. Im Stream schon, da zum damaligen Zeitpunkt, aber ich wusste nicht, ob ich da drüber groß reden kann oder nicht. Aber sie selber machen es ja dann doch schon ziemlich offiziell, ne? Und zwar haben Ellie und Sven mit Fiesta aufgehört, was natürlich ihre eigene Entscheidung ist, wie sie das halt haben möchten. Und das ist auch gar nicht das, was so hauptsächlich ist. Aber ich möchte mich in dem Video nochmals bei den zwei bedanken. Erstens für alles, was sie für uns gemacht haben. Dass sie uns auch in die Gilde aufgenommen haben. Und was halt auch noch ist, ich habe zum Beispiel den ganzen Schmuck geschenkt bekommen von den zweien. Jenny hat auch einiges geschenkt bekommen. Das hat sie bloß noch nicht aus dem Gildenlager rausgeholt. Und, Eh kein Platz. ja, wollte es gerade sagen. Und ich habe auch die Gilde übernommen. Also, ich bin hier der Gildenmeister. Ich wurde als Gildenmeister eingetragen. Und, ja, mir gehört nun die Gilde.
Ja, dann könntest du mich ja als Admin machen, Ja, stimmt eigentlich. Bist du das noch nicht? ne? Mitglieder. Ohne Glied. Dann mache ich dich mal hier zum Admin. Zack. Nein. Danke. Bitte. Siehst du mal, da drin habe ich die ganze Zeit noch gar nicht gedacht. Wenn Master dann auch on ist, kann ich ihn auch zum Admin machen. So auch nicht? Habe ich zumindest eben nicht gesehen. Moment, Doch, mach. ist er. Doch. Ja, ist er. Ah ja, Master ist Admin, genau. Und ja, ich werde die Gilde auf jeden Fall nicht einfach so aufgeben. Ich werde die Gilde versuchen aufzubauen. Ich denke, das wird machbar sein. Hoffe ich. Mit ein paar, ja gut, auf Marquise ist das schwer. Hier kannst du keine große Gilde mehr aufbauen. Alle, die auf dem Server on sind, die sind schon in großen Gilden. Da ist das mehr eine kleinere Gilde jetzt, aber egal. Es ist trotzdem. Es ist die Gilde von mir, Jenny und Master jetzt. Genau. Das ist unsere Gilde. Und wenn wir mal jemanden treffen, Marvin, möchtest du auch dann mal Manegerin sehen? Ne? Ja, von mir aus später zu's. So. Ach, den muss ich jetzt zurückschreiben, ne? Natürlich. So, zack. Ach ja. Und ihr seht schon, es ist etwas eintönig, andauernd hin und her zu fahren, aber es bringt halt gut 6%. Prozent. Es gibt halt momentan 6 gut Prozent. Es bringt uns halt weiter, als wenn wir jetzt die ganzen Quests machen, weil spätestens, wenn wir jetzt die ganzen Quests machen würden, müssten wir das Ganze auf 98, müsste man dann auf ganz eklige WDHs zurückgreifen, die keiner machen möchte. Und daher denke ich, ist das schon okay. Aber jetzt geht's eigentlich schnell, weil wir haben nur noch einen Gegner. Wenn man sich da wirklich mal so einen Tag, zwei hinsetzt für ein, 2 Stunden. Ich meine, wie viel Prozent wir haben? Heute Mittag haben wir 2, 1,5 Stunden gespielt oder sowas. Ja. Da haben wir ja auch 20% gemacht. So in dem Dreh. 20, 25%, ich weiß es gar nicht. Nee, sogar mehr. Wir haben mit 69 angefangen. 69%. Nur 30% haben. 30% in 1,5 Stunden ist, denke ich mir, ganz in Ordnung. Und wenn wir das dann wirklich mal hinkriegen, dass wir dann sagen, nach der Aufnahme vielleicht morgen oder übermorgen nochmal so 1 Stunde, 2 investieren oder da mal 1 Stunde investieren, wenn der Kleine schläft oder abends, wenn ich Ja, heimkomme. aber die Woche wird jetzt nichts mehr laufen, das ist Spätschicht. Ja gut, das stimmt, ja. Ich könnte nicht mal mit dir jetzt so das. Ja gut, ich könnte dich auf Folgen machen, aber das wäre auch blöd mit dem Hin- und Herfahren, weil ich schneller bin als du. Und wegen Abgeben ist auch wieder blöd. Nee, das ist auch blöd. Obwohl, wenn ich mich mit 2 einlogge. Alles so Sachen, alles so macht alles ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen das hin, dass wir vielleicht sogar in der nächsten Aufnahmesession von denen oder ja, in der nächsten Aufnahmesession bestimmt dann schon Level up sind. Ich hoffe es mal. Daher, ich meine, wir nehmen ja dann immer so 2, 3 Videos auf. Oh, diese Wurzeln. Was? Nicht bekommen? Was nicht bekommen? Marvin, möchtest du auch dann mal meine Jägerin sehen? Später gern mal. Nicht bekommen? Ja, ich versteh's auch nicht. Ich weiß nicht, was er gerade von mir will. Hätte ich mich eigentlich nicht rufen müssen. Ja, zu spät. Das war einfach zu verwirrend für mich eben. So. Du Oh, ich trägst doch sterbe. schwer. Ach so, FC, okay. FCK, natürlich, verstehe. So.
Na, was, so kriege mal auch die 15. Ach so, macht doch. Ach, er macht Schloss, okay. So kriege man natürlich aber auch unsere 15 Minuten voll mit dem Rhino König, ne? Wegen? Ja. Wegen der Aufnahme, ne? Du Ach brauchst du nicht so, so viel zu überlegen, was machst du heute, was könntest du denn heute machen? Sondern Yay. Rhino König. Okay. 50 Runden Rhino König, warum nicht? Ich meine, wenn du das so überlegst, wir brauchen immer 200 Runden Rhino König bis Level Up. Oh, sagt es nicht. Das ist schon krass, ne? Wenn du das so überlegst. 200 Runden Rhino König. Riesige Klappe. Aber. Das werden wir noch öfters brauchen. Später zu's bei Schnecken brauchen wir 200 Runden Schnecken Sagt für es Level Up. nicht. Doch, doch, doch. Das wird bestimmt später zu's noch krasser. Dann haben wir nämlich irgendwie dann verrückte Schnecken oder sowas und die brauchen wir dann 400 Runden oder 300 Runden, weil es einfach so ist und boah, das wird noch schön. Das wird noch echt schön. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Wir nehmen natürlich alles auf. Alles. Jede Nein, noch Runde alles. nehmen wir auf. Ich Und glaube, du dann. hast sie nämlich alle. Ach, nee. Gut. Wann wunderst du dich, dass kein Zuschauer mehr hast? Wieso keine Zuschauer? Ich habe voll viele Zuschauer in der Zwischenzeit. Es geht aufwärts. Ja, aber wenn mal 20 Folgen hintereinander sonst was bringen, selber. Ja, gut, dann mache ich das, dann tue ich vielleicht das Ganze zukünftig ganz anders da machen und Im Schnelldurchlauf. und bringe einfach bloß nee, ich mache dann das rein, so, ne, ganz normal, leg aber komplett Musik drüber und dann kann man sich das anmachen, wenn man Musik hören möchte und kann dann 15 Minuten lang Musik hören von mir aus. Aber es ist ja hier mehr so chillig. Ein bisschen hier Rhino König machen, ein bisschen dabei quatschen, zuhören. Hat man ja bei haben wir ja oft bei Gronkh auch bloß gemacht. Also ganz ehrlich, wenn ich Gronkh gucke, ich guck den nicht wegen seinen Spielen, muss ich ganz ehrlich sein. Wenn ich mache mir den meistens an und zock irgendwas dabei oder sowas und hört Ja. dem einfach bloß gerne beim Quatschen zu. Ich mag Ich das mache ihn einfach. zum ich mache ihn zum Einschlafen an. Ja, das ja sowas in der Richtung halt, ne? Ja, ohne Witz, ich schlaf so gut bei dem einen. Ne? Denke ich nämlich auch. Aber das war's für die Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, sag mal tschüss, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.